Minecraft, aber ich habe Jump Boost 15 und das die ganze Zeit. Wie ich damit zurechtkomme, das seht ihr in diesem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt euren Vorschlag für die nächste Challenge in die Kommentare und dann geht es los. So, weil es langweilig ist, einfach nur so Jump Boost 15 die ganze Zeit zu haben, habe ich natürliche Regeneration ausgemacht und ich habe Auto Jump an. Das heißt, wenn ich laufe, dann springe ich bei solchen Blöcken immer automatisch hoch und das könnte dann ziemlich unpraktisch sein. Außerdem regenerieren meine Herzen nicht. Das heißt, wenn ich einmal ein Herz verloren habe, dann ist das für immer weg. Ja, gut. Ich sollte es lieber lassen, hier rumzuspringen. Ich gehe mal da hinten auf die Insel. Ich versuche mal, möglichst viel auf einer Höhe zu bleiben, damit ich auch möglichst lange überleben kann. Oh. Okay, ich habe noch mal einiges verloren. Außerdem auch an Höhe. Komm schon, komm schon, komm schon. Was? Was war das? Okay. Holzform. Okay, hier kann ich hochgehen. Okay, sollen wir mal den Berg hier hochspringen? Wo ist mein Jump Boost? Okay, mein Jump Boost ist weg. Ja, okay, ich habe eine kleine Sache vergessen. Tut mir leid, ich bin gleich wieder hier. Da bin ich wieder und jetzt kann ich hier den Berg auch hochspringen. Oh, ich bin auf dem Baum gelandet. Ich weiß nicht, das könnte gut sein. Ich will eigentlich gar nicht auf einem Baum. Ich wollte eigentlich kein Holz mehr farmen. Ich wollte jetzt eigentlich direkt in eine Höhle gehen. Okay, Leute, ich bin schon so gut wie tot, weil ich einfach nicht aufpasse hier. Oh nein, wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Ja, und was macht ihr so den ganzen Tag? Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Also ich würde auch gerne mal einen Block höher kommen, damit ich überhaupt irgendwas machen kann hier. Damit ich vernünftig laufen kann, sonst irgendwas. Okay, ich baue mich jetzt hoch. Okay, ich hab's geschafft. Komm schon, Schaf, komm schon, bitte. Ah, toll. Sollte ich hochgehen? Okay, ich muss hoch. Ah. Oh, wieso habe ich keinen Schaden bekommen? So, jetzt sollten wir uns jeden Schritt ganz genau überlegen. Sollte ich weiter runter oder nicht? Nein, ich sollte nicht weiter runter. Das ist jetzt keine. Es ist nötig, oder? Ja, so geht's natürlich auch. Uah. Oh Gott, es wird Nacht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich habe auch mal ein Stück Wolle, also ich kann mir kein Bett machen. Da hinten ist noch ein Schaf. Ja, also das Schaf habe ich nicht mehr erreicht. Okay, Leute, ich probiere es nochmal. Ich gehe jetzt diesmal in eine andere Richtung. Wow, was ist das denn da hinten? Ist das da hinten ein Dorf? Was ist das? Was ist das? Ich habe sowas noch nie gesehen, hä? Ach so, das ist so eine Unterwasserstruktur, die ist zufällig über Wasser generiert worden. Okay. Oh shit, da ist ein Zombie. Warte mal, ich jumpe mal hier. Nein. Wieso habe ich keinen Schaden bekommen? Was ist los? Fallschaden ist doch an. Okay, ich glaube, wenn ich die ganze Zeit nur hier oben rumstehe und nichts mache, dann komme ich nicht weiter. Ganz im Gegenteil, dann spawnen hier immer mehr Monster und dann bin ich irgendwann gefangen hier. Deswegen gehe ich immer hier runter und. Ja, genau. Okay, noch ein Versuch. Noch ein letzter Versuch. Ein letzter Versuch und dann. Dann ist genug. Ich mache mal jetzt Tag. Das ist einfach. Ja. Es würde keinen Sinn machen, jetzt in der Nacht weiterzumachen. Komplett ohne Ausrüstung. Oh, hier ist Eisen. Okay, wenn ich jetzt noch Tools hätte, um das abzubauen, wäre praktisch, habe ich aber nicht. Deswegen muss ich mir erstmal was holen. Oh, ein Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Okay, er ist explodiert. Aber ich habe keinen Schaden bekommen. Okay, ich baue dann hier jetzt erstmal ein bisschen Kohleerz ab.
Oh, ganz knappe Sache. Wieso bekomme ich keinen Fallschaden? Das ist echt seltsam. Eigentlich sollte ich doch Fallschaden bekommen. Kommt noch mehr. Ja, dein Kollege ist schon tot. Du siehst da sogar sein verrottetes Fleisch. Ich verstehe einfach nicht, wieso ich keinen Fallschaden bekomme. Das ergibt einfach keinen Sinn. Also ich habe keinen Plan, warum ich das gerade für so eine gute Idee halte, aber es sieht so aus, als würde ich gerade versuchen, in den Nether zu gehen. Oh nee, jetzt regnet es auch noch. Also wenn ich so lange brauche, um ein Portal zu gießen, dann habe ich schon echt verkackt. Oh nee, ist hier ernsthaft ein Obsidian-Block unten drin? Dauert Jahre, den abzubauen. Selbst hiermit. Okay, ich geb's auf, ich gehe nicht in den Nether. MLG. Okay, doch nicht MLG. Okay, gut, ich bin tot. Ja, gut, dann beende ich's jetzt. Gut, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt eure Ideen für die nächste Challenge in die Kommentare, wenn ihr diese Challenge selber mal nachmachen möchtet. Ihr braucht dafür nur einen Command-Block und eine Ticking-Area. Ich hatte eben den Fehler, dass ich die Ticking-Area nicht gemacht habe. Deswegen war ich da hinten und dann hatte ich plötzlich keinen Jump-Boost mehr. Also ihr müsst immer eine Ticking-Area da machen, wo der Command-Block ist. Und der Command, den ihr hier eingeben müsst, ist Effect, dann der Spielername, Jump-Boost, 1115 True. Anstatt Implex 5 könnt ihr dann natürlich jeden x-beliebigen anderen Spielernamen eingeben. Und der Command-Block muss auch wiederholen und immer aktiv. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.